Der Winter ist in Frankreich traditionell Austernzeit, besonders die Tage um Weihnachten und Neujahr. Jedes Jahr werden etwa 150.000 Tonnen Austern produziert, exportiert und konsumiert. Etwa 5 Euro kostet ein Dutzend an den Marktständen von Bordeaux. Ein Vergnügen, das sich jeder gerne leistet. Auch wenn der Preis in den letzten Jahren gestiegen ist.5 Uhr morgens. Im Hafen von Gujan-Mestras werden die Lieferungen des Tages vorbereitet. Wir verschicken sie nach verschiedenen Qualitätskategorien. Normalerweise haben die Austern, die wir verschicken, das gleiche Gewicht. Das hier zum Beispiel ist Kategorie 3. Hier verpacken wir sie. Sie wiegt zwischen 66 und 88 Gramm. Das ist der Durchschnittswert. Austern können außerhalb des Wassers höchstens 8 Tage überleben. Olivier Laban, der Chef der Austernfarm, weiß jedoch, wie man die Tiere überlistet. Wir trainieren sie. Die Alten nannten das die Auster täuschen. Wir schulen sie, außerhalb des Wassers zu überleben, indem wir den Rhythmus der Gezeiten in unseren Becken verstärken. Wir schaffen Trockenzeiten, bei denen die Austern sehr lange außerhalb des Wassers bleiben. Einen Monat vor den Feiertagen verstärken wir dieses Phänomen. Das kräftigt ihre Muskeln, damit sie so hermetisch wie möglich verschlossen sind. Die Feste am Jahresende sind die Hauptsaison für die Züchter. In wenigen Tagen erwirtschaften sie 75% ihres Jahresumsatzes. Gerade im Dezember bedienen sich viele Züchter gern in fremden Becken, wenn das eigene nicht genügend hergibt. Die Polizei organisiert deshalb mit der Unterstützung von Olivier Laban Patrouillen. Der 46-Jährige ist Präsident des Verbands der Austernzüchter. Die riskanten Gezeiten in der Festzeit, über die wir gesprochen haben. Ich nehme an, die werden an diesem Wochenende beginnen? Ich habe rund 15 riskante Gezeiten gezählt. Am 20. sind wir schon mitten in den Feiertagen, wo die gesamte Ware in den Parks auf einem Haufen liegt und sortiert ist. Das ist perfekt für die Diebe. Die Austern stehen alle schön bereit. Und dann auch noch der 24. kurz vor 21 Uhr. Das wird der Coup des Weihnachtsmannes. Außerdem der 25. gegen 21:30. Da steht uns viel Arbeit bevor. In der Tat. Ich kann Ihnen versichern, dass diejenigen, die gefasst werden, gebrandmarkt sind. Der gesamte Berufsstand weiß Bescheid und lässt es sie spüren. Ja, aber das hindert sie nicht daran, es wieder zu tun. Wenn man nicht den Anstand hat zu sagen, das gehört mir, ich nehme es, das daneben gehört mir nicht, ich nehme es nicht, oder wenn man beim Ernten nicht an seiner letzten Reihe aufhört, sondern weitermacht, mit dieser Einstellung ist man weg vom Fenster. So kann man nicht arbeiten. So müssen sich diejenigen, die gefasst werden, auch mehr vor ihren Kollegen als dem Gesetz fürchten. Hinten alles klar? Vorne auch. In der Regel werden diejenigen, die gefasst werden, aus dem Berufsstand ausgeschlossen. Sie werden ostrakiert. Das Wort leitet sich vom griechischen Wort ostrakon ab, das Tonscherbe bedeutet. Im antiken Griechenland sprach die Volksversammlung die Verbannung eines Bürgers aus, indem sie seinen Namen in eine Tonscherbe oder Austernschale schrieb. Er hat verstanden. AC 90 54 74. Haben Sie eine Austernzuchtlizenz? Nein, nur eine Fischereilizenz. Ja, aber dann dürfen Sie hier nicht. Nicht einmal an den Feiertagen? Nein, Sie haben kein Recht dazu. Woher kommen die? Genau vor der Boje gibt es eine kleine Fahrrinne. Da waren wir. In der Fahrrinne gibt es Felsen. Von da haben wir sie genommen.
Ich will Sie hier nicht ein weiteres Mal sehen. Nächstes Mal bekommen Sie ein Verfahren an den Hals. Das ist nicht der dreisteste Versuch. Aber wir kämpfen auch dagegen an, so gut wir können. Leute wie er sind nicht unsere Zielpersonen. Sie sind nicht für die großen Verluste verantwortlich. Aber wir verwarnen auch die Freizeitfischer. Denn die Verordnung sieht schlicht und ergreifend vor, dass im Becken nur Austernzüchter Austern sammeln dürfen. In den letzten Jahren ging der Austerndiebstahl zurück. Dennoch werden die Verluste immer noch in Tonnen gezählt. Es wird Nacht und einige Parks sind immer noch frei zugänglich. Und wenn man sich auf dem Wasser umschaut, ist niemand zu sehen. Jemand mit unlauteren Absichten könnte also leicht mal 50 oder 100 Taschen einsacken. Und das kann einem kleinen Austernzuchtbetrieb großen Schaden zufügen. Tatsächlich schädigt es jeden, egal wie groß der Betrieb ist. Aber wenn einem kleinen Unternehmen, das 5 bis 6 Tonnen im Jahr macht, 800 Kilogramm abhanden kommen, bedeutet das einen hohen Einnahmeverlust. Daher gibt es Gezeiten, die wir als Risikogezeiten einstufen. Der schon fast volle Mond kündigt die Springtiden an. Olivier Laban ist schon auf dem Wasser. Es ist 8 Tage vor Weihnachten und sein Auftragsbuch ist voll. Er muss die Niedrigwasserzeiten so gut wie möglich ausnutzen, um zu ernten. Es gibt einen wichtigen Faktor, die sogenannten Schäfgezeiten. Dann geht das Wasser zurück. Wenn das Wetter mitmacht, sinkt das Wasser stark. Wir haben mehr Zeit zum Arbeiten. Deshalb nennt man sie Schäfgezeiten. Sie sind rentabler. Im Gegenzug spricht man in Zeiten, in denen das Wasser weniger stark sinkt, von Arbeitergezeiten. In Wirklichkeit ist der Gezeitenkalender unser Chef. Er bestimmt den Rhythmus der Arbeit. Wir richten uns nach den Gezeiten und können normalerweise jede zweite Woche aufs Meer fahren. Ich hoffe, dass der Wind heute nicht stärker wird. Die Wassertemperatur an diesem Morgen beträgt 13 Grad. Die 3 Jahre alten Tiere in den Taschen können geerntet und für das Weihnachtsgeschäft vorbereitet werden.